hatte ja keine Wahl, hör mal. Das Spiel hat mich gezwungen. Bereit? Okay. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Man hat Objekte. immer eine Wahl. Ja, genau. Das Spiel hat mich gezwungen. Kannst du was sehen, Aiden? Danke, das ist echt total schön. Mach's auf. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Wurde ich gerade unmute? Ich sehe nur einen Odin da schlafen, also. Wollen wir eine Runde lauschen gehen? Ja, wir wollen lauschen gehen, komm. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Arschloch! Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Nö. Ich will nicht. Wie die gerade zurückgefallen ist. So geil. Ja, ich glaube, ich habe gar... Boah, meine Stimme, ne? Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind.
Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Julie, ich weiß. Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen sofort. Tony, stopp, und zwar sofort. Och, Menno. Du hast für mich. Verdammt. Wassermarsch, alles klar. Wobei ich eigentlich was anderes zu trinken bräuchte, weil das ist langsam echt eklig hier. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Arschloch. Wie bereitwillig diese Tasche aufträgt, das steht, ne? Als hätte man das gewusst. Also, als hätte sie das gewusst. Komm, reiß dich zusammen, Frau. Oh, wir nehmen das Häschen natürlich mit. Das ist schon fies, ne? Was da mit ihr gemacht wird. Sie hatte überhaupt gar keinen... Von Geburt an... haben immer andere über sie bestimmt. Sie hat ja nie wirklich selbstbestimmend gelebt oder so. Sie muss ja immer das machen, was andere ihr sagen. Das ist total traurig. Das ist eigentlich ziemlich sad. Den Vater hätte ich da schon längst rausgerissen. Dr. Willem Dafoe. Wer soll das sein? Ich will nicht gehen. Wow, sie hat zu viel gepackt. Ich meine, sie kennt ja wirklich nichts anderes. Es wird ja nicht mehr gebraucht, also. Ne? Wir sind gerade richtig scheiße. Was willst du machen, ey? Wir nehmen das Ding dann auseinander. Ich kann dich nicht alleine lassen, Bro. Als wenn weder du noch Aiden habt eine Wahl. So, wir gehen einmal im Kreis. Ringe, Ringe, Reine. Ja, heul weiter. Heul leise, Chantal. So, dann gehen wir mal. Kind. Nathan Darkholm ist davon von Willem Dafoe gespielt. Ich kann mit Namen echt nichts anfangen. Sorry, Shino. I'm so sorry.
Ich weiß nur, dass Jodie von Ellen Page gespielt wird. Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Mann. Du wirst mir ja so sehr Prinzessin. Oh Menno, das wird gerade voll emotional. Ich kann nicht. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Oh mein Gott, das wird mir zu rührselig. Ich will jetzt gehen. Alter, Ryan, ehrlich. Bums dich selbst. Das ist echt, das ist grausam. I'm sorry, wenn ich gerne. Ich bin müde. Und ich habe Hunger. Ach, könnte ich so richtig. Ich habe eher Bock auf so einen Snack, weißt du? So. Darkus über das Geschehene berichtet. Clayton bedroht. Clayton und Dawkins auch spioniert. Mir fehlt das gerade so. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert so eine Ausbildung bei der CIA. 2 Jahre? 3 Jahre oder so? Du brauchst auch den Bumsen-Sound danach. Ist so, den brauche ich auch. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Ich will das nicht. Aber ich muss. Okay. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Wow, 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 wow! Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Ja, ich auch nicht! Hör auf zu stänkern, dumme Sau! Naja, auch Mädchen können hart sein. In Deckung. Ziehen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Okay, nee, sorry. Entschuldigung. Voll drauf.
Exzellent, Jody. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Ich brauche ganz viele Soundalerts, aber ich weiß noch nicht, wie ich das einbinde in OBS und generell mit den Kanalpunkten, weißt du? Da muss ich erstmal gucken. Mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Ja, ja, halt die Fresse. Runterfall, bloß nicht runter. So ist beim Drill, da wirst du halt beleidigt. Ja, ich merk schon. Ja, da kneifen die Eier, ne? Meistens nur auf das amerikanische Militär. Ja. Nicht übel. Nicht übel. Soll ich dich mal verprügeln? Du findest das bestimmt auch nicht übel. Oh ja, Baby. Auf geht's. So, ich muss mal kurz gucken. Oh.
So. Nicht übel, Jody, aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Ryan. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Na, oh, wie die sich alle für sie freuen. Das ist doch voll süß. Oh mein Gott. Oh.